Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Destiny. Wir haben in der letzten Folge das Dorf Ameda erreicht und so ein bisschen mit den ersten Leuten schon gequatscht, ein bisschen eingekauft und werden unsere Erkundungstour jetzt fortsetzen, indem wir einfach Ihmchen hier ansprechen. They told me not to go out of the village. It's so boring. Echt? Naja, das ist hier wahrscheinlich auch ein bisschen eingeschränkt mit den Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Aber such dir doch andere Kinder, mit denen du spielen kannst. Außerdem ist hier ein Kätzchen. In der Gegenwart von Tieren kann es doch fast gar nicht langweilig werden, oder? Na gut, wenn du den ganzen Tag nichts anderes zu tun hast, dann wahrscheinlich schon. So, wo sind wir denn hier gelandet? Village Chief's Daughter. The so-called hero that my father hired is nothing but a two-bit phony. Okay. Despite this, my father and my son are acting as if they're walking on air. Interessant. Also hier scheint es dann weniger langweilig zuzugehen als bei dem Kind da draußen. Und du so, John. My boss is practicing his sword technique now. Don't even interrupt. Okay. Aber genau das hatte ich vor und genau das werde ich jetzt auch tun. Village Chief's Grandson. I'm training with a genuine hero. You can watch, but don't bother me. Okay, anquatschen fällt hoffentlich nicht in die Kategorie bothern. Grid. Heroes rule number one, you must always stand out. Yeah. Oh, you again. Don't you want to become one of my students too? Well, whatever the case, don't bother me. Okay, let's study the hero's magnificent retreat next. Yeah. Da ist aber jemand lernbegierig. Liegt da jemand im Bett? Warte mal, das hier kennen wir doch schon, oder? Ja, der sagt jetzt nochmal genau das Gleiche. Nein, ich möchte mich jetzt von dir nicht einarbeiten lassen. Millie! Shush, will just be quiet. Is it over yet? Oh, it's not. They don't wake me. Wie auch immer du hier schlafen kannst, aber, wird schon. Vielleicht kennt sie es nicht anders. This is the legendary World Heroes Directory. I've always wanted to read this. Ja, dafür haben wir jetzt aber leider keine Zeit, beziehungsweise lässt uns das Spiel nicht mal. Deswegen müssen wir das leider erstmal vertagen. So, was geht hier ab? Auf jeden Fall kein Feuer. No fire in the fireplace. Captain Obvious wieder mal dabei. I found a group of famous swordsmen who agreed to take my grandson under their wings. I am so proud of my grandson. Achso, das sagt, das ist ein alter Mann. Ich habe den irgendwie gerade nur so halb gesehen. Voll die falsche Stimme, aber hey. Wir haben schon kapiert, was der uns sagen wollte, ne? Das Haus steht hier irgendwie so völlig losgelöst vom Rest des Dorfes. Warte mal. Hier gab es, glaube ich, noch einen Ansprechpartner, Gesprächspartner, wie auch immer. I heard a rumor that a man-eating monster lives near the mountain path to the temple. I wonder if it's true. Das klingt so ein bisschen nach dem Boss, der uns dort erwarten könnte, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Irgendwie war mir so, als hätte ich, nachdem ich den letzten Part beendet habe, hier auf der Seite noch mehr Leute gesehen. Komme ich hier wieder raus? Ja, okay. So, aber wir kommen auch direkt am gleichen Spot wieder rein. Das ist gut. Du bist ja die Frau, die uns vom Man-Eating-Monster berichtet hat. Eigentlich wollte ich hier mit Struktur vorgehen, aber irgendwie ist der Aufbau hier sehr komisch. Grandma here likes to sleep. She doesn't wake up easily once she falls asleep. Ich glaube, ich bin deine Grandma. Ich weiß nur noch nichts davon und du scheinbar auch nicht. So, mit denen kann ich nicht interagieren. Mit dem kleinen Duzi-Dus. Das sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Widder und einem Schaf. So. Sheep really calm me down. I start to doze off when I start to count them little critters. Okay. Ja, kann ich verstehen. Ich finde Schafe auch sehr beruhigend. Ich habe schon viele Schafe in meinem Leben gesehen und gestreichelt, weil wir oft früher Urlaub in der Schweiz und in Österreich gemacht haben und das irgendwie immer noch so ein Kindheitsding ist, was ich automatisch mit Schafen halt assoziiere, weil wir viele in den Bergen immer gesehen haben und ich das immer cool fand. I haven't seen the Draconis in the skies recently. I used to see it up close and personal cause it takes off and lands nearby in Dereshid. Okay, und du so? It's better not to go to the temple now. I'm sure that Atemoni would approve. We should value all life, even your own. Es ist wirklich lieb, dass du dir Sorgen um unser leibliches Wohl machst, alter Mann.
aber da führt kein Weg dran vorbei. Wir werden da hingehen, höchstwahrscheinlich sogar in dieser Folge. Mal gucken. Guten Tag, irgendwer zu Hause? Ach, du bist die Grandma, die so schwer zu wecken ist. Na gut, gucken wir mal. An old woman is sleeping. Ah, okay. Ich dachte, wir können jetzt an ihr rütteln und schütteln und ihr links und rechts eine pfeffern. Nein, das machen wir natürlich nicht. Bei einer alten, unschuldigen Dame sowieso nicht. Aber auch bei einer jüngeren, schuldigen Dame würde ich es nicht tun. Es sei denn, die hat uns schlecht behandelt oder so. Aber dann würde ich auch nur, wenn keiner guckt, ach komm, lassen wir das. Lassen wir das einfach. So, wer bist du denn? Granddaughter. I have to cook up a meal for the cats. Yes, for the cats too. Aha. Da hast du aber viel zu kochen, wenn ich mich hier so umgucke oder zuzubereiten, je nachdem. I just love cats, they're so cute. Gab's in Fantasia nicht auch so ein Haus? Voll mit Katzen und Katzenliebhabern und so? Da verwechsel ich das gerade mit einem anderen Spiel. There are some legendary cooks somewhere in this world. These cooks are supposed to make magnificent dishes that no one can match. Aha. Ob wir die noch kennenlernen werden? Bestimmt werden wir das, oder? So, Kitty Cats, ich muss jetzt hier mal irgendwie wieder vorbei. Genau, war schön bei euch. Danke, dass ich eintreten durfte. So, war's das jetzt? Nee. Hier ist noch ein Haus. Ah, okay. Das ist dann wohl... obwohl, nee, das wird das Gasthaus sein, oder? Ja, Sunset Inn, ich wollte gerade sagen, wie in der letzten Stadt auch, wo ich mir dachte, ich bin da beim richtigen Hauptstory-Haus quasi und dann war das irgendwie voll das dicke Hotel quasi. There are supposed to be books around the world that can improve your sword technique 100 times better. They're called the sacred texts, but I've never seen one. I wonder if they really exist. Noch haben wir keins davon gefunden, meine ich. Deswegen kann ich das weder bejahen noch widerlegen. Welcome! 100, bestimmt wollt ihr 100. 150 sogar, never. If you're going to the temple, you should be well prepared. Ja, deswegen ist sie auch wahrscheinlich so teuer, ne? Da generiert ihr euren Hauptumsatz drüber. Über arglose Abenteurer, die keine andere Wahl haben, als sich hier tatsächlich auszuruhen, bevor sie weitergehen. So, nee, die Knife wollte ich eigentlich gar nicht untersuchen. Please do not enter here. Und was ist, wenn doch? Und was ist, wenn doch? Kriege ich dann den bösen Todesblick im Nacken zu spüren? Oh, we bring a meal to your room if you so desire. Ist das nicht if you desire so? Weiß ich nicht. Geht wahrscheinlich auch andersrum. Ist da nur in der Bedeutung etwas verschoben. So, hier gibt es auf jeden Fall nichts mehr. Gucken wir mal auf den anderen Seiten. Zum Beispiel... Bleiben wir erstmal in der Etage. Was ist denn das hier für ein Räumchen? Oh, das ist wieder so ein einfach viel zu schöner Aufenthaltsraum, ja. Und schon wieder verbrennt er sich da. Wahrscheinlich fängt er wirklich an, irgendwann Feuer zu fangen, wenn du da 10-mal rangehst oder so. Ist ja irgendwie witzig. Würde ich den Entwicklern sogar zutrauen, wenn ich bedenke, mit welchen Kleinigkeiten die mich bisher hier schon überraschen konnten. So. Hier ist auf jeden Fall nichts. Was ist das hier überhaupt für ein Raum? Irgendwie so eine Art Abstellkammer, aber hauptsache, da steht erstmal ein Stuhl drin. Guten Tag. Although we usually visit the temple around this time every year to pray for our family's health, we can't go this year because there are too many dangerous monsters around. Besides, it would be stupid to go pray for our well-being only to be injured by some horrible monster. Das ist eine vernünftige Einstellung. Bleibt lieber hier und gefährdet euch nicht selbst. Glaube hin oder her. I hear that the mountain path to the temple is dangerous. Das haben wir auch gehört, aber wir müssen das erst mit eigenen Augen sehen, bevor wir es glauben. Can we go to the temple this year? Nee, kleine Maus, so wie es aussieht, wird es ausfallen. Es sei denn, da ist es wieder sicher, nachdem wir den Boss da weggeschnitzelt haben. Da will ich aber noch nichts versprechen, denn... Ich weiß ja nicht, was da genau auf uns zukommt. Ich dachte gerade, das Spiel startet jetzt irgendeinen Dialog oder so. Da bin ich einfach nur gerade hängen geblieben. Ich bin so richtig hängen geblieben. So, ich dachte gerade schon wieder, ich komme da nicht weiter. Komisches Gebäude. So, das heißt, wir waren jetzt hier überall drin. Kann das sein? Eingekauft habe ich beim letzten Mal schon. Das heißt, theoretisch...
könnten wir jetzt mal gucken, ne? Was da so in der Tempelecke abgeht. Ich guck mal eben ganz kurz, ob sich eine Übernachtung lohnen würde. Langsam, Negoja. Langsam sprechen. Hat noch niemandem geschadet. So. Bin ich aber gerade dagegen entschieden. In der Hoffnung, dass die Gegner vielleicht auch Heilsachen irgendwie droppen. Und ja, alles Weitere werden wir dann gleich sehen. Ist das überhaupt der Weg zum Tempel? Boah, in der einen Folge, ne? Da hat meine Mindmap noch echt ganz gut funktioniert. Da wusste ich echt, wo ich im Grunde genommen was finde, weil das auch irgendein NPC, glaube ich, so schön zusammengefasst hatte. Aber jetzt gerade ist das alles irgendwie wie ausgelöscht. So, und alle Kämpfe, die jetzt hier auf der Weltkarte noch stattfinden, die würde ich dann jetzt rausschneiden. Vielleicht war es jetzt auch der letzte, ich weiß es nicht. Habe ich mir bei Leon eigentlich jemals angeguckt, ob der irgendwelche... Nee, habe ich mir noch nicht angeguckt. Show us the enemy with a blast of pebbles. Pebbles? So, warte mal. Okay. Hä, kann der genau das gleiche wie wir? Sah so ein bisschen danach aus, ne? Warte mal. Strategie. Power Weak. Die sind alle irgendwie gleich getrimmt. Ach so, eine Sache wollte ich noch gucken. Und zwar... Nee, hier kann ich nicht weiterschauen. Irgendwer hatte uns im Kampf mal geheilt. Und ich weiß nicht, wer das war. Mit First Aid. Ich kann es aber auch gerade irgendwie nicht erkennen, durch wen das kam. Da müssen wir mal abwarten. Bin ich hier richtig? Geht's hier zum Tempel? Ich hab doch keine Ahnung. Oh nein, das ist schon wieder so ein Verlaufewald. So, gehen erstmal nach rechts. Oh, ich glaube, das war eine schlechte Idee. Ich glaube, ich gehe gleich wieder nach links zurück und erstmal hoch. Okay. Das sind ja komplett neue Gegner. Also entweder ich kriege jetzt so hart aufs Fressbrett, dass ich gleich schreiend und weinend hier wieder rausrenne. Oder ich stelle fest, dass man hier topmäßig leveln kann und wir hier auch lang müssen und alles ist gut. Oder Chunbird, was sagst du? Sag mal, bilde ich mir das ein oder gibt es hier echt viele fliegende Gegner? Also es waren auch im ersten Teil nicht so wirklich wenige, aber das Gefühl, dass irgendwie kaum ein Gebiet ohne auskommt. Da hat der gute Stan wohl einen neuen Spell gelernt, der da sein könnte. Hä, stand da nicht gerade Spell? Bei ihm geht das wahrscheinlich nur über die Specials hier, oder was? Hä, habe ich mich gerade verguckt? Warte mal. Ich habe keine Ahnung. Entweder muss ich mich verguckt haben oder das ist irgendwas, was der jetzt im Hintergrund gelernt hat, was ich jetzt hier ad hoc gerade nicht finde. Keine Ahnung. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Und erstmal hier nach oben. Und gucken, was hier noch so für Gegner lauern. Ich habe gerade echt keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, sich hier aufzuhalten. Also wenn das hier nicht der richtige Weg in Richtung Tempel ist, Leute, dann werden wir wahrscheinlich in dieser Folge nichts Konstruktives mehr für die Hauptstory leisten können. Außer, dass meine Leute wahrscheinlich deutlich stärker sein werden nach diesem Besuch hier im Wald. Im Vergleich zu vorher. Ich weiß nicht, ob man nicht die Kämpfe jetzt hier rausschneiden soll, weil eigentlich würde ich den Wald jetzt hier und heute... Warte mal, was sagt die Uhr? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Den Wald würde ich ganz gerne hier abgeschlossen kriegen noch. Aber ich weiß halt auch nicht... Oh, guck mal, wie schön. Es gab hier noch kein Gebiet. Also klar, wir haben jetzt auch noch nicht so viele gesehen, aber es gab hier trotzdem noch kein Gebiet, was ich nicht irgendwie total hinreißend fand. So. Den Kampf geben wir uns jetzt noch gemeinsam und danach... Ah, guck mal, war eine gute Entscheidung. Wow, was ist das denn für ein Afrobaum? Was hat der da für ein komisches Furunkel? Soll das ein Auge sein? Soll das ein Auge sein, was er da immer öffnet und schließt? Oder was willst du uns damit sagen? Okay, die teilen auch nicht gerade wenig aus. Warte mal, wie ging das nochmal mit meinem... Jawohl, Kick Attack, beste Entscheidung. Warte mal, damit werden wir jetzt mal ein paar Mal mehr arbeiten, solange die so schön beieinander stehen.
genau. Kann das nicht verkehrt sein. Oh, ich finde das so schön, dass die japanischen Synchrospuren hier im Kampf, genauso wie in Fantasia, auch noch enthalten sind. Das war ja teilweise bei Arche immer so niedlich, als sie dann ihre Zauber gebracht hat. Ja, das lässt mich ein bisschen sentimental zurückblicken, wenn ich ehrlich bin. So, Green Gel. Gel heißt das Ding. Ich habe wirklich auf einer Seite mir damals die Soundspur angehört und bin mir sicher, dass es genau so heißt. Ich finde zwar, das klingt immer noch irgendwie falsch, aber es muss so sein. So, gucken wir mal, wer braucht das am ehesten? Irgendwie sind meine Augen heute gerade so ein bisschen kaputt. Gerade Mühe, hier was zu erkennen, ey. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht so lange wach bin. Keine neuen Gegner. Ich glaube, hier haben wir jetzt wirklich schon alle gesehen, die der Wald so anzubieten hat. Mich irritiert gerade ein bisschen, dass wir da unten eigentlich noch einen anderen Weg hatten. Dabei sieht das jetzt hier so richtig aus. Wow. Das ist dann wahrscheinlich auch schon der Tempel, oder? Oh. That's Raelys Temple. Danke für die Aufklärung. Ich glaube wirklich manchmal, dass das Spiel mir zuhört. Das heißt, hier ist jetzt der richtige Weg, oder was? Boah, ich bin gerade so hin und her gerissen. Ich muss mir jetzt nochmal die anderen Ecken angucken. Jawohl, da hat jemand einen neuen Spell erlernt. Das war jetzt der Leon, wenn ich das richtig gesehen habe. So, zeig mal an. Jawohl, Spike hatte er vorher nicht. Attacks enemies with stone spikes that appear from the ground. Okay. Sehr schön. Gucken wir mal, ob und wie oft er das zum Einsatz bringen wird. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Das ist gut. Boah, ey, wäre ich am Anfang nicht mal... Also nicht... Wäre ich am Anfang mal nicht nochmal zurückgegangen. So rum. Aber ich gehe davon aus, dass wir da jetzt auch nochmal Kisten mitnehmen werden. Deswegen... bin ich jetzt eigentlich gerade ziemlich motiviert, das nochmal zu erledigen. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen größer abgekürzt und bin jetzt hier genau an dieser Kreuzung vom Anfang. Und jetzt laufen wir wirklich nach rechts und... Ah, okay. Boah, ich hätte nicht mal einen Meter weiter laufen müssen, ist das denn zu fassen? Rootie und Mary haben übrigens zwischenzeitlich ein Level abbekommen. There are some words engraved on it, but they're hard to read. You're not ready to read this. Darn. Wow. Okay. So viel zum Traum von wegen hier Kissen und so. Was? Okay. Heißt das, ich muss jetzt immer aus dem Boden sprießende Pilze näher begutachten oder was? A medicinal herb that increases maximum TP by 5%. Oh, das ist interessant. Das soll doch dann einfach mal unser Stan bekommen. Gerade so beschlossen. Ich weiß nämlich A, nicht, wie lange wir mit den anderen jetzt demnächst noch weitermachen werden. Und B, werde ich bestimmt auch häufiger mal mit ihm diese Kickstar einsetzen. Habe ich jetzt in den letzten Kämpfen unterwegs teilweise auch gemacht. Nämlich immer dann, wenn mehrere nicht fliegende Gegner, sage ich mal, beieinander gestanden haben. Da hat sich das immer ganz gut bewährt. Und eigentlich sind die Baumgegner ganz cool. Ich glaube, die mag ich ja am meisten. Sind am imposantesten so, die verfehlste kaum. Das einzig Nervige ist, dass die halt auch ganz gut austeilen, aber das ist okay. Oh, und da bekommt sie direkt ihr nächstes Level ab. Das geht hier relativ schnell mit dem Leveln, finde ich ganz gut. Also bisher gab es ja hier wirklich noch keine Kampfstelle, die wirklich knifflig war. Also ich habe jetzt unterwegs, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob ich Holy Bottles mal zum Einsatz bringen soll. Aber das mache ich dann lieber, wenn wir zusammenspielen, weil mich stört das überhaupt nicht, die Kämpfe unterwegs mitzunehmen, weil man hier ganz gut leveln kann. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte hiervon wieder was einsetzen. Ich habe jetzt übrigens in den letzten Kämpfen nicht mitbekommen, dass irgendwer auf First Aid oder so zugegriffen hat oder zurückgegriffen hat. Also irgendeine Heilungsmöglichkeit wäre jetzt eigentlich ganz cool. Ich könnte mir natürlich jetzt auch ein bisschen was an Essen reinpfeifen. Warte mal, einiges davon lassen die Gegner hier nämlich auch fallen. Die Bananas, die konnte ich glaube ich auch noch nirgendwo einkaufen. Eine Handy Portable Snack. Könnte aber auch... Warte mal, you put the food in the food sack. Okay. Kann ich aber noch mehr reinpacken, ne? Komm, packen wir das mal auf 100.
Oh, warte, das reicht. 100 ist schon erreicht und dann gucken wir, was jetzt hier passiert. So, also wenn das jetzt gleich mit Kampfecken weitergeht, dann werde ich darüber hinaus auch zum ersten Mal in diesem Let's Play, wenn ich es denn finde. Achso, warte mal, hier sind die alphabetisch sortiert, das ist gut. Das ist das Menü, was ich in Fantasia ständig übersehen habe irgendwie. So, genau, das hier nehmen wir jetzt einfach mal. You feel a sacred aura around you. Okay, das möchte ich auch. Dankeschön. Oh, das wird sogar... Ja, super. wirklich bestes Item. Aber immerhin neuer Gegner, der mich 100% vergiften können wird. Warte mal, hier bietet sich eigentlich der hier auch wieder an. Ja, jetzt habt ihr nämlich auch mal den Zauber gesehen von Leon. Beziehungsweise Lian oder so. Ich weiß nicht, wie man den im Englischen aussprechen würde. Aber Leon ist okay, oder? Ist halt unser Leon. Unser alter Griesgram. Der Griesgram der Truppe. Wird bestimmt irgendwann noch durch einen noch viel schlimmeren ersetzt werden. Warte mal, da sind wieder solche komischen Pilze. Da kann ich aber nicht reinlaufen, beziehungsweise was mitnehmen. Hier wird es auch gerade so ein bisschen nebulös, ne? Wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist. Aber ich habe schon bestimmt wieder 10 Kisten übersehen, ey. Hier ist wenigstens eine Orange Gill. Okay. Hier sind wieder... Guck dir das mal an! Hier sind überall Pilze mit so einem Zeug. Oh, ich habe viel zu spät angefangen, drauf zu achten. Und dann kriegt man ja auch noch so coole Sachen raus, weil das alles... Ja, das sind alles so dauerhafte Statuserhöhungen. Oh, das ärgert mich jetzt. Ich muss mal gucken, wo ich den Part heute beende. Vielleicht werde ich nochmal eine extra Runde drehen und gucken, was ich hier so alles finden kann. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Nee, warte mal, Status wollte ich. Genau, ich weiß gar nicht, wie die Agilitätswerte sind. So, hier haben wir 24. Nein, ich will eigentlich zwischen meinen Charakteren hin und her switchen. Ach, so geht das. Ganz normal mit dem Steuerknüppel. Alles klar. So, 24, 25, 27, 25, 24. Stan hat die geringste Agilität. Okay. Passt mir gerade super in den Kram, denn bei ihm habe ich eh immer das beste Bauchgefühl, wenn ich ihm sowas dann gebe, weil er halt unser Hauptboy ist, ne? Das waren nur 2 Gegner. Das hat sich ja nicht mal gelohnt. Es sei denn, die Holy Bottle, die minimiert auch die Gegnermengen, die im Kampf dann letzten Endes spawnen können. Keine Ahnung. Ich hätte bestimmt mindestens 2 Pilze oder so ausgelassen haben, die dann noch so schöne Verstärkungen mitbringen würden. Hier ist noch so ein Ding. Das ist aber auch irritierend, dass du nicht alle von denen irgendwie absuchen kannst, ne? Da oben sind noch 2, aber da kommt man nicht ran, wie es aussieht. Ich finde diesen Ort irgendwie cool. Warte mal, ich fange jetzt schon wieder an, süchtig nach diesen Holy Bottles zu werden. Aber solange wir noch ein paar davon im Inventar haben, werde ich auch nicht müde, regen Gebrauch von ihnen zu machen. Und ich wette, am Ende kannst du nicht mal nur die weißen Pilze untersuchen, sondern auch die ganz normalen. Was? Da komme ich jetzt nicht hin? Gerade da hätte ich schwören können, dass man da irgendwas abpflücken kann, aber ist nicht. Boah, ich glaube, der Ort ist zu groß. Ich glaube, das kann ich nicht bringen, offscreen nochmal zurückzulaufen, weil dann überlevel ich mich schon wieder maßlos. Es sei denn, ich arbeite die ganze Zeit mit den Holy Bottles, aber die will ich jetzt nur auch nicht alle rauspfeffern, so total hirnlos. Something's wrong. Do you think so too? What's wrong? It's too quiet. Yeah, no one seems to be around. Maybe everyone is dead. No, they couldn't be. Well, we're here to find that out. Come on, let's go. Okay. Und da haben wir eine Orgel. Da haben wir eine Orgel im Track im Hintergrund. Da kommt ja direkt wieder Liebe in mir auf. The inside of the building is destroyed. So, ich weiß nicht, auch wenn ich finde, dass diese Orgeltracks für Außenareale irgendwie komisch wirken, so, aber wir werden bestimmt gleich den Tempel betreten. Und da geht's dann auch weiter, aber erstmal gucken wir, was die Ränder hier so bereithalten. Gibt's hier keine Gegner oder hält mein Item die gerade nur gut fern? Ich weiß nicht, auf jeden Fall kommen wir hier nicht in die Gebäude. It's a monument with complex text engraved on its surface. Okay. Was haben wir hier Schönes? Nichts, womit man interagieren kann. Das sieht so wunderschön aus, ne? Man kann förmlich erahnen,
was hier alles los gewesen sein muss zu Zeiten, bevor Monster das hier alles belagert haben. Aber Monster haben wir hier noch nicht. Also die verschanzen sich scheinbar alle irgendwie tatsächlich im Tempel. Das heißt, ich kann jetzt hier mal ein bisschen auf die Tube drücken und gucken. Kommen wir denn hier irgendwo wenigstens rein? Hier vielleicht? Nee. Ich hätte mir jetzt gern ein Gebäude mal von innen angeguckt, ey. Voll der Lost Place. Können wir voll das Fotoshooting hier machen. Oh, hier ist aber noch was, was irgendwie ganz ist. Warte mal, und ansonsten ist hier aber nicht viel los. Okay, gucken wir mal hier. Das ist aber jetzt nicht der Tempel, oder? Der Tempel, der wird doch da oben der sein. Eine Cathedral. Irgendwie fühle ich mich gerade so ganz spontan an den letzten Dungeon aus Dragon Quest 1 oder 2 erinnert. Der mit den Bodenplatten, wo dann im mittleren Teil so ein geheimer Schalter oder so war. Okay, hier kommen jetzt aber bestimmt Gegner, oder? Oder kann ich mich jetzt hier auch frei bewegen? Ich weiß es nicht. Ich verzichte jetzt erstmal auf den Einsatz von weiteren Bottles. Warte mal. Hieß Bottles nicht auch der Maulwurf aus Banjo-Kazooie? Irgendwie habe ich gerade so sein Bild vor Augen. Are you alright? The Bishop and the others are in the back. Hang in there. Oh oh, ich glaube, wir haben ihn verloren. Oh nein. Ja, he's taken his last breath. Rest in peace, alter Mann. He's taken his last breath, okay. So, was haben wir hier? There's a pipe organ here. Kann ich hier vorne irgendwas machen? There's a podium. Okay, und hier so. Das kommentiert er nicht weiter. Okay, ich finde es gerade irgendwie voll angenehm, dass hier keine Kämpfe sind, weil dass die Atmo... Ach, hier seid ihr gerade hart intensiviert, sage ich mal. So, was ist hier los? Oh, you're alright. Please spare these girls. Wow, hey, wait a minute. We've been sent here by the king. What? You gave me a good scare. We've been dispatched by the king of Sangold. What happened here? What happened? Maybe you can tell me. I was visiting one of our sister temples in another country. When I returned, it was like this. Since I had to protect these girls, I couldn't leave here at all. In fact, I don't know how the others are doing. You really don't know what's going on, do you? Well, that will do for now. We're going to search for the Archbishop. If you value your life, remain here for a while and don't attract attention to yourselves. I believe evil beings are still in the temple. Please take this with you. Oh, danke schön. Cool. Please save the Archbishop. Wir tun, was wir können. Warte mal, wahrscheinlich wird der am Ende sogar der Boss sein, weil der von irgendeiner bösen Macht ergriffen sein wird oder so. Prognostiziere ich jetzt einfach mal. Ganz kühn. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier keine weitere Tür mehr haben oder so, dann sind wir hier tatsächlich durch. Also warte mal, Talisman habe ich mir noch nicht angeguckt. Talisman? Nein, nicht auf Item, sondern auf Equip, bitte. So, Talisman. Hier, a protective charm that increases defensive abilities by 5%. Okay, also das sollte er definitiv bekommen. Meine ich, dann können wir nämlich irgendwem anders, wenn denn jemand noch einen Slot frei hat. Ja, und das ist hier der Fall, dann soll sie stattdessen die Cape bekommen. Einfach so. Ich habe das jetzt ihr gegeben und nicht Leon. Nicht, weil ich Leon nicht mag. Irgendwie voll schön hier. Sondern weil ich bei Leon eher noch glauben würde, dass er das Team irgendwann verlassen könnte. So, ich glaube, Mary wird uns länger erhalten bleiben. Am Ende kommt es wahrscheinlich genau andersrum, aber wir werden sehen. Oh oh. Is anyone there? Oh, Atemoni, am I condemned to die here, trapped without hope? Tja, was ist schlimmer? Trapped without hope oder trapped without dope? Ich habe nämlich gerade dope gelesen, ey. So, gut. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal speichern. Das werden wir dann auch gleich tun, aber diesen Ort hier, den werden wir
in dieser Folge mit Sicherheit nicht abschließen, aber wir gucken mal, wie viel wir hier, heute schon sehen, auskundschaften, rausfinden können. Ey, hier ist wieder dieser hässliche Bildfehler. Oh nee. Ich weiß immer noch nicht, ob das vom Spiel so gewollt ist oder ob hier mit meiner Technik irgendwas nicht stimmt. There's something strange about that door in the back. Let's check it out. Welche Door meinst du denn? Hä, warum willst du jetzt da nicht hingehen? Hä? Was sind das hier für Geräusche? Okay, Spiel, was wolltest du mir gerade mit den komischen Geräuschen sagen? Da, schon wieder. Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, worauf das hier hinauslaufen soll, aber ich glaube, auf der Seite komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Okay, also irgendwie irritiert mich dieser Bildfehler hier und zeitgleich dann auch diese komischen Geräusche drumherum. Die wollen wahrscheinlich, dass man erstmal hier hingeht, weil hier jetzt irgendein Rätsel getriggert wird, oder? Ach, das kommt von hier! Warte mal, this door won't budge. Is anyone out there? Are you on the other side? Please open the door. I can't. What are you talking about? Wait, I've already tried many times, but it just won't open. I'm telling you, it won't open. Stan, the force field is blocking this door. Force field? How quaint. We have to destroy the shield crystals. They must be around here somewhere. We'll open it for you. Hang on. Thank you. Ist das überhaupt ein Mädel auf der anderen Seite? Please help us. Don't worry, we are on it. We are on it. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich mal ein bisschen sammelt vorher. So, das hat sich gerade voll gereimt, ne? Schon wieder King of Poem hier. So, jetzt kommen wir hier ohne Probleme durch. Alles klar, warte mal. Gibt es jetzt hier wirklich keine Gegner? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Wir werden hier schon seit Äonen davor gewarnt, dass sich hier überall Gegner tummeln und dass es hier super gefährlich ist. In der Ecke vielleicht? Außerdem ist die Musik viel zu harmlos und zu freundlich. You got life bottle. Was ist das denn hier für eine komische... für eine komische Wasserlache oder was? Keine Ahnung. Bisher ist das aber schön übersichtlich hier. Oh, hi. Da ist dann wohl unser erster Kristall und der erste Gegner, den wir hier konfronten können. Na dann zeig mal. Er hat so ein bisschen so ein kleines Tomberry-Köpfchen gerade auf den ersten Blick gehabt, aber auch nur auf den ersten Blick. Greift uns der Crystal etwa auch an? Warte. Nehmen wir mal den hier. Ja, ich glaube der Crystal, ja, der ist jetzt zerbrochen. Okay. Sind aber nicht so stark. Ich habe jetzt schon wieder mit Schlimmerem gerechnet, aber das geht ja voll klar. So, damit ist Kristall Nummer 1 weg. Jawohl. So, four more. Four more. Four more. Hey, four more. Mami, was bedeutet four more? Ich verstehe das nicht, aber wir haben doch jetzt hier nur noch einen Weg nach links. Wenn das jetzt symmetrisch ist, dann dürfte hier ein weiterer... Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Oh ja, oh ja, okay. Nee, nichts mit symmetrisch hier. Das ist hier etwas anders strukturiert. Oh mein Gott. Wie konnte ich auch nur eine Sekunde lang mir erhoffen, dass hier irgendwas übersichtlich bleibt? Wie naiv kann man sein, hä? Huh? Was ist das denn hier? Das sieht ja schon so ein bisschen nach Bossraum aus. Aber wenn es ja einen Boss gibt, dann wird er ja wohl erst dort anzutreffen sein. Oh, wow. Wow. Also wenn JRPGs eins können, wahrscheinlich auch nicht alle, aber irgendwie sind die Kathedralen jedes Mal ein Highlight. So, egal ob im Dungeon-Kontext oder in irgendwelchen Städten. Zumindest flashen die mich jedes Mal. So, kann ich doch jetzt bestimmt auch irgendwas machen, oder? Ich kann hier ernsthaft nichts machen? Nee, das könnt ihr doch keinem erzählen. Oder wir müssen am Ende dann hier hin, wenn wir diese Leute dahinter der Tür befreit haben. Das kann natürlich sein. Wenn ich dann direkt in Richtung... richtiger Weg erstmal hingespurtet. So, von da unten sind wir gekommen.
Das heißt, wir gucken mal, was hier oben auf uns wartet. Ein langer Gang mit vielen Räumen. Okay. So, oh. Das ist, glaube ich, ein neuer Schild. Warte mal, Shield. Nee, den Right Shield, den haben wir bereits. Den konnten wir scheinbar auch kaufen, ne? Sonst hätten den die ganzen... Ach, wie ich gerade Right Shield gesagt habe, dabei steht das für Round Shield, habe ich gerade gesehen. Aber gut, können wir gegebenenfalls verkaufen. Besser als nichts. Ah, da haben wir dann den nächsten Crystal. Give me my crystal, boy. Give me my crystal, you stupid lizard. Guck mal, wie hoch der seine Nasenspitze trägt, ey. So ein richtig eitler Gockel. Nein! Oh, oh. Ich wollte hier nie landen. Lass mich raus. Lass mich raus. Ich kann nicht springen. Ich versuch's, aber das Spiel lässt mich nicht. Okay, dann müssen wir uns jetzt halt so durchprügeln. Dann steht der Stan halt zwischen den Fronten und federt den Schaden von seinen Freunden ab. Macht er bestimmt sehr gerne. Plumps. Three more. Okay. Wundervoll, dass er scheinbar imstande ist zu zählen. Das finde ich sehr gut. Achso, hier ist gleich noch einer. Na, umso besser. Umso besser. Soll mir recht sein. Aber ich mag den Ort eigentlich. Von mir aus darf der gerne noch ein bisschen andauern. Vorausgesetzt, ich krieg's hier irgendwie hin, die Orientierung beizubehalten. Dann habe ich damit keinen Bauchschmerz. Aber es geht. Auch in den Waldgebieten ging das eigentlich voll klar. Im Vergleich zu manch anderem Spiel ist das hier echt noch Luxus, sage ich mal. Prost. Wir haben gerade Saber bekommen. Haben wir auch schon einmal. Weiß allerdings gerade nicht, ob das nicht auch für andere Leute besser ist, verglichen mit dem, was sie jetzt tragen. Bei ihm auf jeden Fall nicht. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Die kämpfen ja jetzt hier noch in voll der abgespeckten Version. Das ist natürlich nicht gut. So, Saber ist hier auch nicht besser. Und bei ihr... nee. Mm-mm. Mm-mm. Voll der Zunk, der Saber. So, gucken wir jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, wenn hier jetzt noch ein Kristall drin gewesen wäre, dann hätte ich das echt ein bisschen ull gefunden. Aber so geht das schon klar. So, das ist jetzt... Warte. Wir sind da über den südlichen Eingang gekommen, ne? Das heißt... Oh, guck mal hier. Was? Was? Nein, ist das irgendein Rätselraum oder so? Hm. Keine Ahnung. Kann man das irgendwie anders lösen? Das fühlt sich so incomplete an, wenn ich die Kisten jetzt so zurücklasse. Aber gut, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Vielleicht muss man einfach nochmal in den Raum rein. Ich mache das jetzt einfach, weil hier keine Gegner spawnen. Kann ja nicht schaden. Keine Ahnung, was da für ein komischer Mechanismus hinterhängt. Oder brauche ich irgendein Item, mit dem ich dann den Loot sichtbar machen kann oder so. Keine Ahnung. So, was haben wir jetzt hier noch? Wege. Ganz viele Wege. Und einen hoffentlich nicht toten Typen. This one is among the dead. Was? Ziehst du dich aufs Schwert? A Nightsaber. Hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich das Schwert jetzt einfach mitnehme und dich hier liegen lasse. Oh, a knight sword with elaborate ornamentation. Aha. Ja, soll er dann direkt auch mal bekommen? Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob ich dann den anderen Leuten nicht auch was Besseres in die Hand drücken kann. Aber ich glaube... Nee, wir lassen das mal so, wie die jetzt alle gerade ausgestattet sind. Hier ist der nächste Kristall, der vorletzte damit. So, den Kampf habe ich jetzt mal rausgeschnitten. Wir wissen ja nur alle, wie der abläuft. Haben wir jetzt schon ein paar davon gesehen. One more. One more. Ist ein ziemlich cooles Lied. Eigentlich ist das sogar von zwei Bands ein ziemlich cooles Lied. Und zwar einmal von Korn und das andere Mal von Turisas.
Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn irgendwer von euch da draußen eins der beiden Lieder kennt, auf die ich mich gerade beziehe. Metalheads tretet vor und zeigt Gesicht. So, was haben wir hier? A Chainmail. Das sind doch die, die wir zuletzt einkaufen konnten. Chainmail. Ja, das müssten jetzt auch alle angelegt haben und das ist auch der Fall. Wie chillig das einfach mal ist, wenn du keine Random Encounter hast, ey, Wahnsinn. So, hier haben wir den letzten aus dem Bunde. Jawohl. Damit ist unser Weg frei und ich hoffe, das Spiel lässt mich ohne Probleme vorher noch speichern. The shield should be gone now. Das will ich doch mal ganz stark hoffen. So, Leute, ich muss jetzt eine Sache mal eben kurz gucken. Und zwar ist doch die gute Mary auch eine Nahkämpferin. Warum stelle ich sie dann nicht auch weiter nach vorne? Und Leon doch eigentlich auch, oder? Und ich glaube, dass Ruti diejenige ist, die immer First Aid castet. Das hat sie eben nicht in dem Kampf gerade eben, aber in dem davor hat sie das, glaube ich, auch einmal gemacht. Ich peile immer nicht, wer das castet. Kann die Stimme jetzt auch noch nicht zuordnen. Aber ich glaube, das war eine Mädelsstimme und ich glaube, das muss Ruti gewesen sein. Ich kann es mir bei Mary nicht vorstellen, aber kein Plan. Kein Plan. Ich weiß es nicht. Aber wir kommen auch ohne dieses Wissen hier scheinbar ganz gut voran. Deswegen ist das erstmal ganz gut. Wobei mir gerade einfällt, ich glaube, das Lied von Korn heißt One More Time. Das heißt gar nicht One More. Aber von Turisas das Lied heißt One More. Ja, schon wieder voll durcheinander gekommen. Das war mir noch wichtig, das zu korrigieren. Ich hatte nämlich, als ich das über die Lippen gebracht habe, schon irgendwie so das Gefühl, dass da irgendwas kaputt war in meiner Aussage. So, dann lass uns mal erstmal gucken, dass wir die Leute dann für die nächste Folge, denn durch diese Tür werde ich jetzt heute nicht mehr schreiten, dass wir die ein bisschen aufgepäppelt bekommen. Leon scheint am meisten mit seinen Skills bzw. Specials zu arbeiten, wenn man auf den TP-Verbrauch schaut. Und ja, den anderen könnte ich jetzt auch noch Heilung reindrücken, aber nicht, dass der Dungeon dann da noch weitergeht oder so. Ich weiß es halt nicht, ne? Wir werden es dann erstmal so probieren. Zu Beginn der nächsten Folge und sollte ich dann kläglichst scheitern, dann heile ich die nochmal hoch und starte dann eine zweite Runde. Aber wir haben heute auf jeden Fall eine Menge geschafft, eine Menge gesehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao!